Herzlich willkommen zurück auf OE24TV und Sie sehen ja schon, ich sitze nicht alleine da. Neben mir schon Platz genommen hat der Wirtschaftssprecher der FPÖ Wien, Udo Guggenbichler. Und es ist ja kein Zufall, dass Sie heute zu uns kommen. Es gibt eine große Forderung von Mario Pulka, dass man hier jetzt sogar für die Gastronomie eine Impfung braucht. Was sagen Sie dazu? Naja, seit einem Jahr hören wir, dass es keine Impfpflicht geben wird. Und jetzt merken wir einfach, dass die Wirtschaftskammer offensichtlich nicht ihre Unternehmer vertritt, sondern einfach im Sinne der Bundesregierung arbeitet. Und das ist nicht ihr Auftrag. Wir werden gleich noch weiter sprechen, aber wir sprechen jetzt mit dem Verantwortlichen, der diese Debatte überhaupt losgetreten hat. Mario Pulka, er ist uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Herr Pulka, können Sie uns schon hören? Ich höre Sie, grüß Gott. Ja, Ihre Forderung, die hat auf jeden Fall für sehr viel Aufsehen gesorgt. Sind Sie sich sicher, Gäste in der Gastronomie sollen geimpft kommen? Ist das wirklich durchführbar? Also ich glaube, es ist eine leichte Verwechslung, hat ja stattgefunden. Ich habe mich hier nicht ausgesprochen für eine Impfpflicht nur für Gäste, die in die Gastronomie kommen sollen, sondern ich habe mich hier ganz klar ausgesprochen für eine generelle Impfpflicht und nicht nur für Gäste in der Gastronomie, weil ich ganz einfach der Meinung bin, dass wir diesen Virus einfach nicht in den Griff bekommen werden, wenn sich nicht eben ein großer Teil der Bevölkerung impfen lässt. Und momentan haben wir die Thematik, dass viele sagen, ich gehe mir lieber testen lassen, solange das Testen kostenfrei ist, und werde von der Impfung nicht Gebrauch machen, auch dann nicht, wenn genug Vakzine vorhanden sind. Und so werden wir aus dieser Krise einfach nicht herauskommen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie stark die Zahlen steigen, dann ist es nur mal eine Frage der Zeit, bis wir wieder Probleme bekommen, beziehungsweise bis es hier wieder Reisewarnungen gibt. Und Reisewarnungen haben wir ja schon, wie wir jetzt sehen, nach Spanien. Und dann bricht dort natürlich auch wieder der Reisetourismus ein. Und was das bedeutet, das wissen wir aus den letzten Hochkochen sozusagen der Infektionszahlen. Und das bedeutet wieder Betriebsschließungen, das bedeutet noch wieder steigende Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und unheimliche Kosten für den Steuerzahler und für das gesamte System. Und ich glaube, das kann nicht im Sinne der Leute in Österreich sein. Aber gerade Wirtschaftstreibende und auch Gastronomiebetriebe haben immer wieder bekrittelt, dass je höher die Hürden sind, desto mehr Gäste bleiben auch aus. Auch der Tourismus ist gerade auch in den Städten noch nicht wirklich angelaufen. Glauben Sie nicht, dass das gerade auch für die Gastronomie wieder große Nachteile bringen würde? Schauen Sie, das muss man einfach so sehen, dass nicht ab morgen sozusagen es heißen soll, Sie sind geimpft, Sie dürfen rein, Sie sind nicht geimpft, Sie dürfen nicht rein, sondern das muss man langfristiger andenken. Und natürlich muss man auch hier ganz klar diese Strategie, die wir in Österreich haben, nämlich geimpft, getestet und genesen, weiterfahren. Nur in naher Zukunft muss man schauen, dass sich eben eine Mehrheit der Österreicher, damit wir diese Herdenimmunität erreichen, auch impfen lässt. Und das wird einfach auf freiwilliger Basis nicht funktionieren. Das sehen wir ja jetzt. Es stagniert einfach das Impfen und wir kommen wieder in die Thematik, vor allem hier auch bei den Jugendlichen, bei den vielen Partys, die gefeiert werden. Und wir haben jetzt auch wieder die Festesaison beginnt auch wieder und da werden die Zahlen natürlich dementsprechend in die Höhe steigen. Und darum ist ja nicht nur in Österreich jetzt so, dass ich das angestoßen habe. Es gibt ja hier auch mehrere EU-Länder, die bereits diesen Gedanken wälzen, ob man nicht eine Impfpflicht einführt. Und eines will ich nicht, und das ist momentan der Fall, dass immer mehr auf die Wirtschaft abgeschoben wird und dass hier die Wirtschaft dafür verantwortlich ist, alles zu kontrollieren, zu schauen, dass die Gäste eben den 3G-Nachweis erbringen, dass die Gäste das Contact Tracing ausfüllen. Und wir haben in den letzten 14 Tagen einfach eine unheimliche Anhäufung von Beschwerden von Mitgliedsbetrieben bekommen, wo eben Mitarbeiter Auseinandersetzungen haben mit Gästen, die ungetestet ins Lokal kommen, die keines der 3Gs erfüllen, die sich dann einfach hinsetzen und mit den Mitarbeitern dann zum Diskutieren anfangen. Und diese Mitarbeiter wenden sich dann an den Chef und sagen, wenn das noch weiterhin und noch länger so funktioniert und so weitergeht, dann werden wir kündigen und suchen unseren anderen Job, haben keine Lust, uns dauernd mit den Gästen auseinanderzusetzen. Und das kommt daher, weil man eben alles auf die Wirtschaft abwälzt und sozusagen über diesen Weg versucht dann, eine Impfpflicht durch die Hintertür hereinzuführen. Und da sage ich doch lieber, gehe gerade raus und sage, ja, ich bin fürs Impfen und ich bin auch für eine Impfpflicht. Und wenn es möglich ist, dass man sich impfen lässt und gesundheitlich es zulässig ist, dass man sich impfen lässt, dann sollte man das doch auch tun. Und erinnern Sie sich bitte an die Bocken, da haben wir auch eine Impfpflicht eingeführt und hat die Bevölkerung durchgeimpft. Anders wird es nicht funktionieren und anders werden wir nicht mehr zurückkommen in einen normalen Tagesablauf und in ein normales Leben. Und weil Sie sagen, mit den Umsatzrückgängen, wir haben jetzt bitte in der Gastronomie bei unserer Umfrage zwischen 10% und 45% Umsatzminus bei den Betrieben. Und das quer über Österreich, je nach Lage und je nach Region. Also das ist ein riesiges Problem. Und umso mehr Leute, was geimpft sind, umso mehr Leute werden auch wieder weggehen. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, da laufen jetzt ja 3 momentan, da haben wir überall zwischen 63% und 68% Zustimmung, dass die Leute sagen, ja, wir sind für eine Impfpflicht.
Ja, einer, der nicht für diese Impfpflicht ist, sitzt gerade neben mir, nämlich Udo Guggenbichler. Er ist Wirtschaftssprecher der FPÖ Wien. Jetzt darf ich gleich das Wort an Sie übergeben, Herr Guggenbichler. Was sagen Sie zu dieser Argumentation? Naja, ich würde den Herrn Bulka empfehlen, dass er mal eine Umfrage unter seinen eigenen Mitgliedern in der Wirtschaftskammer macht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Gastronomen für eine Impfpflicht sind. Seit einem Jahr sprechen wir darüber, dass die Gastronomen Planungssicherheit brauchen, um wieder Geschäfte machen zu können. Und jetzt stößt er mit einem Vorstoß raus, zwei Tage vor der Öffnung wieder oder einen Tag vor der Öffnung und die nicht nachvollziehbar ist. Und ganz ehrlich, wir wissen alle ganz genau, man ist, auch wenn man geimpft ist, infektiös. Man kann andere anstecken. Also ist dieser Vorstoß vom Herrn Bulka, kann nur eine Privatmeinung sein. Und wenn er sich privat impfen will, soll er es tun. Aber er soll nicht für Mitglieder sprechen, die seine Meinung nicht unterstützen. Herr Bulka, was sagen Sie dazu? Schauen Sie, ich kann Ihnen dazu nur eines sagen. Sie reden hier von Mitgliedern, die nicht meiner Meinung sind. Es gibt natürlich geteilte Meinung, das ist keine Frage. Aber ich darf Ihnen auch sagen, dass wir bei der Kammerwahl und auch ich 80% Zustimmung bekommen habe und 80% Wahlergebnis eingefahren habe. Also schauen Sie sich bitte an, das Ergebnis des Wirtschaftsbundes und der unter anderem mit wahlwerbenden Parteien bei der Wirtschaftskammerwahl. Dann sehen wir mal, wo die Mitglieder sind. Ja. Und natürlich ist das für uns eine massive Vereinfachung. Wie gesagt, ich habe ja nicht gesprochen für die Gastronomie, sondern ich spreche hier meiner Meinung nach für eine Gesamtaussage. Ich bin für eine generelle und zudem stehe ich auch Impfpflicht, weil es dann natürlich auch für die Gastronomen einfacher ist. Und dann hätten wir auch diese Problematiken nicht, die wir jetzt haben, dass wir bei der einen Veranstaltung 50 Infizierte haben, 400 Leute waren drinnen, nach denen wird noch überall gefahndet, kann man ja schon dazu sagen, das ist ja für die Betriebe, für die Unternehmer nicht lustig und das ist ja für die Mitarbeiter nicht lustig. Und wir haben ja auch mit den anderen Bundesländern quasi auch Gespräche in diesem Bereich, aber auch mit den anderen europäischen Ländern. Ich kann Ihnen sagen, aus Frankreich haben jetzt zwei Betriebe zugesperrt an einem Tag, der eine 11 Infizierte in der Küche, der andere 8 Infizierte im Service. Und wenn man sich das anschaut, wird Österreich hier nicht ausgeschlossen bleiben. Das wird auch bei uns passieren. Und wie lange soll denn das funktionieren? Und ich warne davor schon, wenn die nächsten Reisewarnungen hier ausgesprochen werden, wenn die Zahlen weiter so exorbitant ansteigen. Und Sie selber wissen ja, man kann ja als Bundesregierung hier keine Schritte nicht setzen, solange nicht die Intensivbetten bzw. die Betten in den Krankenhäusern ausgelastet sind. Nur dann kann man ja weitere Verschärfungsmaßnahmen setzen und so weit darf es ja erst gar nicht kommen. Denn wenn es so weit kommt, haben wir Reisewarnungen und das trifft uns dann natürlich massivst im Herbst. Und dann möchte ich nicht daran denken, was passiert, wenn wir wieder eine Wintersaison haben, wo wir diese Beeinträchtigungen haben, eben durch hohe Fallzahlen und durch hohe Infizierte. Und weil sie sagen, ja, wenn man geimpft ist und ich bin geimpft und ich bin genesen und ich bin 14 Tage gelegen mit einer schweren Erkrankung und ich kann Ihnen nur sagen, ich war sofort, wie es möglich war, impft. Und wenn ich jetzt das noch einmal kriege, dann kann ich natürlich auch andere anstecken. Aber wenn ich einen anderen Geimpften anstecke, dann landet der weder im Krankenhaus noch auf der Intensivstation. Und ich glaube, das ist das Ziel. Und das kann doch nur das Ziel sein. Wir können doch nicht sagen, gehen wir nicht impfen, weil vielleicht erwischt es mich einen und vielleicht lande ich eh nicht auf der Intensivstation. Unter anderem Erste Kammerpräsident Thomas Sekeresch hat immer wieder auch bekrittelt, dass diese 3G-Regel in der Gastronomie nicht flächendeckend auch tatsächlich überprüft wird. Was können Sie dazu sagen? Weil im Endeffekt eine Impfpflicht, dann hat jeder 1G. Aber warum wird jetzt in der Gastronomie nicht schon schärfer reagiert? Warum muss jetzt die Bundesregierung mit schärferen Kontrollen drohen? Schauen Sie, das habe ich das letzte Mal schon gemacht, das muss man einfach ganz scharf zurückweisen, weil das stimmt nicht. Natürlich gibt es immer wieder Fälle, wo nicht kontrolliert worden ist, aber warum ist nicht kontrolliert worden? Entweder ich habe zu wenig Mitarbeiter gerade da oder die Gäste kommen einfach rauf und setzen sich hin. Ja? Der Gastronom hat noch gar nicht gesehen, ob der schon da ist oder der Mitarbeiter, ob der schon da ist, ob der schon kontrolliert worden ist. Also es gibt so viele Gründe. Wir haben 3 Apps mittlerweile, wo du selbst diesen Test fälschen kannst. Das ist auch passiert in vielen Clubs und Discos, wo wir nachher die Infektionen gehabt haben, wo die einfach Tests vorgezeigt haben, die gefälscht waren. Auch das gibt es. Ja. Und hier immer zu sagen, ja, die haben nicht kontrolliert, darum haben die in dem Club so viele Infektionen, das stimmt einfach nicht, sondern es ist einfach viel zu einfach, diese Tests zu fälschen und das zu umgehen. Und darum haben wir natürlich auch diese Fälle. Und wenn man sich jetzt anschaut, die AGES-Zahlen, da haben wir ja knapp über 1% Infektionen sind in der Gastronomie nachgewiesen. Ja. Und natürlich haben wir bei den Clubs und bei den Discos, wo es natürlich das Verhältnis, wenn man auf der Tanzfläche steht und sich dort bewegt und einen engeren Kontakt hat, haben wir dort höhere Infektionszahlen. Ja, warum? Weil eben die Leute diese Tests auch fälschen. Ja? Und daher kommen auch diese Verschärfungen der Bundesregierung. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich bin kein Fan von irgendeiner Verschärfung,
Aber ich möchte, wie gesagt, noch einmal appellieren, sich das wirklich genau zu überlegen, wie die nächsten Schritte sind und wie man damit umgehen will, weil wir können keinen neuen Lockdown gebrauchen, wir können nicht noch schärfere Verschärfungen gebrauchen, denn was wird passieren, wenn die Clubs zusperren, weil die PCR-Tests nicht vorhanden sind in den Bundesländern und die Teststruktur noch nicht aufgebaut ist für PCR-Tests, dann werden die Leute nicht in die Clubs gehen, weil die Clubs werden dann zusperren, wenn keine Leute kommen und die Jugendlichen werden wieder im Freien feiern, so wie sie es in Wien bereits gemacht haben und dort sind ja noch über 70% der Infektionen haben dort stattgefunden, nämlich weil unkontrolliert gefeiert wurde. Also das ist ein falscher Zugang, hier die Tests quasi und die Zutrittsmöglichkeiten für die Clubs zu beschränken und zu verschärfen, weil ja die quasi auch die Garanten dafür sein können und auch sind, wenn sie die Leute ordentlich daran halten, dass eben keine Masseninfektionen stattfinden. Vielen lieben Dank, Herr Burger, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns auch zu diesem Thema zur Verfügung gestanden haben. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Dankeschön. Herr Guggenbichler, Sie haben jetzt die Argumentation des Herrn Pulker gehört. Können Sie dem irgendwie was abgewinnen? Naja, er hatte eine Antwort wunderschön umschifft. Ich habe ja früher gesagt, dass man auch als Geimpfter infektiös sein kann und andere anstecken kann. Die Antwort hat er mir ja nicht gegeben. Mhm. Also ist seine ganze Argumentation vollkommen irreführend. Und wenn man weiß, wo die Infektionszahlen und die Cluster im Moment herkommen, und es gibt ja diese AGES-Studie, die er selbst zitiert hat, ist ein Drittel sind die Reiserückkehrer. Mhm. Also ich kann ja nicht in der Gastronomie oder im Handel ansetzen, wo ich 0,7 oder 1% habe der Infektionen, sondern ich muss dort ansetzen, wo es wirklich ein Thema ist. Und das ist das Drittel der Reiserückkehrer. Ja, und wenn wir jetzt gehört haben, es soll eine allgemeine Impfpflicht geben, das ist etwas, wo, glaube ich, die Leute auch in Österreich auf die Barrikaden gehen würden, oder? Weil Impfpflicht, das ist ja etwas, wogegen sich die Bundesregierung immer wieder ausgesprochen hat, das wäre ein zu radikaler Schritt. Man setzt auf Freiwilligkeit und man setzt vor allem jetzt auch darauf, durch bestimmte Aktionen diese Hemmschwelle zur Impfung immer mehr zu senken. Haben Sie das Gefühl, bringt das was? Na, ich glaube, dass das jeder selbst für sich entscheiden soll. Und der Einzige, der wirklich nicht infektiös ist, ist der Gesunde. Und das ärgert mich ja, dass das in dieser Diskussion überhaupt nicht angesprochen wird. Die 3Gs sind ja eigentlich 4Gs, nämlich der Gesunde. Und die Gesunden sind die Einzigen, die wirklich die Möglichkeit haben, auch andere nicht anzustecken. Also ich würde eher schauen, dass möglichst viele Leute gesund bleiben in Österreich. Ich würde die Cluster angreifen, das sind zum Beispiel die Reiserückkehrer, dort vermehrt testen, dort schauen. Und wenn man zum Beispiel in Wien schaut, halb Wien hat einen Familienbesuch im Ausland und die kommen in den nächsten Wochen zurück. Und dort wird es Cluster geben. Aber es wird keine Cluster in der Gastronomie oder im Handel geben. Auch Ludwig hat jetzt gesagt, er will eine Maskenpflicht im Handel aufrechterhalten. Auf welcher Basis würfelt er die Maßnahmen? Ich habe keine Ahnung, 0,7% der Infektionen sind in Österreich im Handel. Mhm. Warum sollte man dort ungerechtfertigt eine Maskenpflicht aufrechterhalten? Und man kann eine Pandemie nicht auf Vorrat besiegen, sagen, die Infektionen, die es jetzt nicht gibt, werden uns in einem halben Jahr nicht wehtun, sondern man muss darauf schauen, wo wirklich die Probleme auch liegen. Und das sind die Reiserückkehrer. Die Reiserückkehrer, auf der einen Seite ein Drittel der Infektionen gehen auf diese Reiserückkehrer auch zurück, aber auch die Nachtgastronomie. Man sieht es an unterschiedlichen Clustern, auch in den Bundesländern. Salzburg gibt es ein großes Cluster, in der Steiermark auch. Wie ist das dann zu erklären? Naja, die Einzigen, die erkrankt sind in einer Nachgastronomie, sind die Geimpften möglicherweise. Mhm. Weil die Getesteten oder die Genesenen werden ja überprüft und werden ja angeschaut. Also ich hätte gern die Diskussion, und das führen wir seit einem Jahr mittlerweile, und jetzt wird es das erste Mal auch zugegeben, dass man als Geimpfter ja nur die Chance hat, selber einen milderen Verlauf zu haben. Aber man sich doch trotzdem anstecken kann und trotzdem andere anstecken kann. Also ist der Bulka-Vorstoß vollkommener Schwachsinn. Und gibt es irgendeine Berufsgruppe, wo Sie auch so eine Impfpflicht befürworten würden? Schauen Sie, nein. Ich glaube, jeder hat die Möglichkeit, über seine persönliche Gesundheit selbst zu entscheiden. Und das steht niemandem zu. Und es gibt auch keine Zahlen dafür. Die Intensivstationen sind leer. Und der Herr Bulka hat es ja auch angesprochen. Er hat gesagt, es geht nur im Falle dessen, dass das Gesundheitssystem überlastet ist. Und momentan ist nichts los auf den Intensivstationen. Und wir hatten letztes Jahr Ärzte in Kurzarbeit. Man, das ist vollkommen absurd, was hier passiert. Die Bundesregierung hat angesprochen, sobald die 7-Tages-Inzidenz über 25 steigt, wird es neue Maßnahmen geben. Wien ist schon weit über, also 30 jetzt. Da gibt es verschärfte Maßnahmen. Die Maskenpflicht bleibt im Handel. Österreich an sich zieht nicht nach, obwohl hier die 7-Tages-Inzidenz auch über 25 liegt. Sagt jetzt aber,
wir brauchen nicht auf diesen Wert mehr zu achten. Es geht eben um die Spitäler. Wo ist Ihr Ansatz, wo Sie sagen, okay, ab dann sollte es wieder Maßnahmen geben und bis zu dem Zeitpunkt ist es nicht notwendig? Naja, wir haben ja im letzten Jahr gesehen, der Sommer wurde verschlafen. Mhm. Im letzten Jahr hätten wir die Möglichkeit gehabt, die Intensivkapazitäten aufzubauen und das ist nicht passiert. Und jetzt passiert es wieder nicht. Mhm. Also ich will ja nicht die Bevölkerung einsperren, sondern ich muss die gesundheitliche Versorgung so herrichten, damit die Leute, die erkranken, auch geheilt werden können. Sage ich vielen lieben Dank, Herr Guggenbichler, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dieses Thema wird auf jeden Fall noch für viel Aufsehen sorgen. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind gleich wieder für Sie da.